Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky. Mit dem Marco, dem alten Kaffeeonkel. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und oh, wir sind ja hier gelandet. Oh, da hinten haben wir einen Mond, einen Planet. Noch einen Planeten. Und hier haben wir den Planeten, zu dem dieser Mond gehört, auf dem wir uns gerade befinden. In der letzten Folge sind wir ja hierher geflogen. Wir haben ja unser Schiff startklar gemacht. In der vorletzten Folge sind hierher geflogen. Jiha. Auf diesen Mond, den ich noch benennen muss. Moment. Ja, da gucken wir auch gleich mal durch. Aber hier bin ich falsch. Ich wollte eigentlich hier hin. Jawohl. Sehr schön. Und wir sind ja hier... Planet. Ja, das ist der Planet, auf dem wir gerade sind. Das ist eigentlich ein Mond. Wächter normal. Nicht vorhanden. Fauna ergiebig. Ja, unbenennen. Dieser Planet, beziehungsweise eigentlich sollte es ja ein Mond sein. Den werde ich mal umbenennen. Und zwar nenne ich den einfach... Hiha. Sasa. Sasa. Sasa, Sasa, Sasarium. Ach, ich mache einfach ein Sasarium draus. Sasarium. Sasarium. Weil Sasa ist nämlich der eigentlich ausrangierte Spitzname von meiner Schwester. Haha. Ich benenne den Planeten, den Mond nach meiner Schwester. Haha. Sasarium. Sehr schön. Alles klar. Und dann laden wir das auch hoch. Sehr schön. Gibt es irgendwas eigentlich? Und dann will ich da nochmal reingucken. Lalalala. Was haben wir hier eigentlich hier? Wächter zerstört. Das war übrigens im Off hier. Nächster Meilenstein 1. Ja, lalala. Zurück in nächste Meilen. Blablabla. Bummler. Erkundung zu Fuß. Einsam. Allein. Kolonist. Begegnungen. Lalala. Gesammelte Worte. Gesammelte Worte. Kann ich hier reingehen? Wieso das nächste Mal? Achso. Ja, okay. Sei es drum. Was war das? Ja. Alter. Ich muss ja dazu sagen, ja, das Spiel macht mir ein bisschen Probleme. Also ich mag es bis jetzt ziemlich. Es macht richtig Laune, es macht richtig Spaß. Ich finde es richtig mega geil. Allerdings, ich habe mich in den letzten zwei Folgen ein bisschen schwer getan im Kommentieren. Es ist halt kein Action-Game, ja. Also ist es ja klar. Ja, also so eher so, weiß ich nicht, und wir schreiten zur Tat mit der Schrot in der Hand und warten ab, was uns in der nächsten Ecke erwartet. Ja, das ist ja halt hier nicht gefragt. Und ja, ist halt auch für mich eine neue Erfahrung, deshalb sieht es mir einfach nach, wenn ich vielleicht in den letzten zwei Folgen nicht so mega gut war mit dem Kommentieren, weiß ich nicht. Kann ich immer selber schwer beurteilen. Okay, aber wir wollen mal hier in den Inventory reingucken. Sehr nice. Wir gucken mal. Startschubdüse, lalala. Den können wir aufladen mit Plutonium. Das werden wir auch machen. Und zwar mit dem hier. So, hier können wir auch aufladen. Dann nehmen wir auch das hier. Weil da will ich auf jeden Fall drauf achten, dass das immer schön voll ist. Den hier können wir auch aufladen. Mit Kohlenstoff. Machen wir. Und dann den hier könnten wir auch aufladen. Kriegen wir auf 75% Plutonium. Plutonium, Tanium, Plutonium. Nehmen wir Plutonium. Sehr schön. Gucken wir, was wir hier noch machen können. Wir haben hier alle Technologien. Strahlen, Sigma herstellen. Schnellere Bergbaustrahl, Prozesse bei ressourcenreichen Materialien. Das könnten wir mal machen. Sehr schön. Dann könnten wir mal... Können wir noch was machen eigentlich? Oder nicht? Nee, jetzt können wir nichts mehr machen, weil jetzt haben wir keinen... Gut, okay. Dann gehen wir weiter. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir Energie. Hier haben wir auch noch genug Energie. Wir haben hier noch was. Ich nicht... Können wir irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Gut. Dann haben wir... Ja gut, da ist ja noch Energie da. Warte, Moment, Sekunde. Ja, das Inventar ist noch so ein bisschen Gedönse hier. Der ist noch nicht ganz Feridium. Gold.
Haben wir jetzt eigentlich mehr Plätze? Ne, haben wir nicht, ne? Wir haben nicht mehr Plätze. Kann ich irgendwas... Nee, kann ich nicht. Gut. Kann ich noch irgendwas machen? Kann ich eher nicht, ne? Hier habe ich noch einen freien Platz. Kohlenstoff ist noch nicht voll. Plutonium ist voll. Ziemlich zumindest. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Hier haben wir noch Titanium Platz. Und hier haben wir noch einen freien Platz. Okay. Gut. Wir wollen... leider können wir jetzt gerade nichts loswerden. Wir wollten dieses Signal untersuchen. Das muss da unten sein. Da gehen wir mal hin. Da hinten hat es einen Wächter. Haben wir den hier auch irgendwo, den Wächter? Scannen wir mal die Gegend. Da oben haben, oh, da oben haben wir ein Fragezeichen. Da werden wir nachher... Wir können ja das Schiff nehmen, weißt du? Wir müssen ja jetzt nicht alles zu Fuß machen. Wir können ja auch das Schiff nehmen. Da hinten fliegt was. Warte mal, da hinten... Da hinten. Nein, oh, oh. Das wollte ich gar nicht. Was ist das denn? Ustularei. Kein Plan. Whatever, what the hell, what the fuck? Okay. Da ist das Signal. Da liegt irgendwas rum. Schön den Fall abfedern. Frachtabwurf. Okay. Okay. Nein. Nein. Was ist das? Shit happens. Was haben wir hier? Plutonium. Sehr schön. Inventar voll. Das ist doch scheiße, Mann, mit dem Inventar. Was haben wir hier? Was kann ich damit machen? Defensive Energiequelle. Moment. Warte mal. Energie. Mit was? Ach, mit dem komischen Teil. Okay. Gut. Sei's drum. Das Ding ist halt... Ach, faszinierende Perle. Oh, nee. Ist doch scheiße, Mann. Okay. Ich bräuchte mehr Inventory. Definitiv ist es da unten. Signal. Okay. Temperatur stabilisiert sich. Okay. Ist der falsche? Plutonium? Boah, ist das mies, gell? Nichts mehr frei. Das ist doch scheiße. Alter. Das ist doch kacke. Mist. Okay. Keine freien Plätze mehr. Im Schiffsinventar auch nicht. Bewegen und stapeln. Aber wie kann ich das stapeln? Kann ich das auch irgendwie... Shit happens. 12.315. Okay. Die müsste ich eigentlich verkaufen. Alter, die müsste ich verkaufen. Bewegen und stapeln. Ich kann aber nichts stapeln, oder? Kann ich das... Wo kann ich das denn hinstapeln? Geht nicht. Wahrscheinlich immer nur aufs Gleiche stapeln. Gut. Komm, ich schmeiß dich weg, weil das bringt mir ja nichts. Wo ist denn dieses Signal da? Genau das da. Mhm. Wo soll denn das sein, um Gottes Willen? Das muss ja irgendwo sein. Da haben wir ein Fragezeichen, das ist schon mal nicht schlecht. Plutonium ist ja voll, ne, alles. Kohlenstoff ist nicht, Titanium, oder wie das heißt, Eisen können wir noch mitnehmen.
Da können wir nicht durch. Ist doch scheiße, ist doch das. Komm, lauf mal. Ich will da ja nur reinkommen, Leute. Alter, was ist das für eine riesige Höhle? Das ist nicht hier. Eingehendes Signal, Signal über... Du besitzt uneingelöste Gegenstände, löse sie im Menü ein. Wo kann ich die denn einlösen, bitte? Wo kann ich die denn einlösen? Wenn ich das wüsste, ne? Wenn ich das wüsste, wo ich die einlösen kann. Ja, hier schon mal nicht, ne? Ist ja klar. Mitwirkende Bonusinhalte einlösen. Hier. Vielleicht. Blitzwerfer SM? Okay. Das kann ich machen. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, ganz ehrlich. Ich mach's jetzt einfach mal. Ja, ich habe die Sachen wahrscheinlich, weil ich das ist ja... Oh, 10.000 Units. Das habe ich einfach, weil ich das Spiel vorbestellt habe. Und es ist ja auch noch ganz nobel. Die Special Edition. Ne? Also, voll der Angeber. Ja, was ist das? Oh, geil. Geil, geil. Was ist das denn? Muss ich jetzt hier irgendwas... Nee, muss ich nicht, muss ich nicht, muss ich nicht. Ja, nehmen. Geil. Ja, wie gesagt, ist halt Special Edition. Deshalb habe ich auch die ganzen Sachen. Also nur zur Erklärung, dass ihr euch nicht wundert. Ja. Das heißt, was? Inventar voll. Gut. Okay. Sehr schön. Okay. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Haben wir hier noch Technologien, die wir bauen können? Nee, können wir nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Ach doch, hier vielleicht. Warte mal. Was haben wir hier? Strahlenfokus. Cool. Und hier? Plasma. Blitzwerfer. Magazin. SM. Was haben wir hier eigentlich? Hier kann ich nichts machen, ne? Plasma. Was ist das? Nickel haben wir gar nicht. Okay. Also kann ich das eh schon mal nicht machen. Und das kann ich auch nicht machen. Gut, ist auch egal. Komm schon. Nice. Komm schon. Nice. Komm schon. Sehr schön. Wir gehen weiter. Eisen, Eisen. Eisen. Oh, geil. Eisen. Ich guck mal rein. Was haben wir denn jetzt noch? Was brauchen wir denn noch? Oh, oh, oh. Energie, Energie. Oh, oh. Energie mit Kohlenstoff, Plutonium, Plutonium. Ja, können wir machen, weil wir haben eh wir brauchen ja eh wieder Platz, von dem her ist es egal. Gut, alles voll. Sehr schön, was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Blitzwerfer. Da haben wir wenig Energie. Kohlenstoff. Plutonium.
Und da auch. Den nehmen wir auch von dem hier. Sehr schön, jetzt sind wir auch wieder gut ausgerüstet. Wie sieht es denn eigentlich generell aus? Eisen ist ziemlich voll. Ja, hier haben wir noch Zink, Plutonium. Können wir noch. Dings können wir noch. Okay. Können wir ja mal. Den wollte ich doch nicht. Ich wollte doch den hier haben. Komm schon. Ja, schön. Nimm's mit. Eintüten mitnehmen. Einsacken. Ja, schön. Ja, schön. Plutonium. Ein bisschen. Ja, schön. Scanner war wo? Okay. Ja, Signal. Wo geht das Signal? Signal? Wo zum Teufel soll denn das Signal sein? Gut, Plutonium ist also quasi voll. Sehr schön, sehr schön. Plutonium. Ich dachte, das sei hier ganz in der Nähe, das Signal. Eisen. La la la. Ein Viech. Na schön. Die Frage ist halt, ist es freundlich oder feindlich, ne? Wo ist das Signal, alter Schwede? Lass mich in Ruhe, lass mich bitte in Ruhe. Alter Schwede. Das gebe ich doch nicht. Wo ist das Signal? Wo soll das sein? Um Gottes Willen. Okay, pass auf. Wir machen Plan B. Da oben haben wir auch noch was zum Entdecken. Das ist auch nicht schlecht. Machen wir das zuerst, meine lieben Freunde. Schauen wir uns da oben mal um. Und dann gehen wir zum Raumschiff und fliegen da mal rüber. Weil, ganz ehrlich, ich laufe doch jetzt hier nicht durch, über den gesamten Planeten. Beziehungsweise im Mond ist es ja eigentlich. Und da kann ich hoffentlich speichern. Oh, was haben wir hier? Sehr schön. Nice. Ja, schön. Warum die Dinger hier rumschweben, ist mir natürlich ein Rätsel. Na komm. Bist du Freund oder Feind? Sehr schön. Wir haben es gefüttert. Geil. Ja, jetzt bist du zufrieden, ne? Wäre ich auch, wenn ich du wäre. Kommt da einfach mal so einer vorbei und füttert einen. Oh, was haben... Aua. Aua. Tat es weh? Autsch. Warum? Na, supi. Aua, ich glaube, ich muss hier, mich hier verziehen. Okay, Bauplan. Okay, ist der Omegon. Ach du heilige Scheiße. Okay, kann ich nichts machen. Dann hauen wir wieder ab.
speichern wir vielleicht nochmal ganz kurz. Sehr schön. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Nice. Und dann gucken wir dahin. Ich benenne jetzt natürlich nicht alles um. Das mache ich nicht, ganz bestimmt nicht. So, wir wollen zurück zu unserem Schiff. Bevor wir hier irgendwie noch kirre werden. Gesundheit auf Maximum, sehr schön. Ich glaube, Plutonium kann ich keins mehr mitnehmen, ne? Okay. Okay. Alter Schwede. Okay, das ist Eisen. Das ist anscheinend... Ah, ist auch was. Okay. Hey, genial. Was haben wir da alles? Kennen wir die schon? Okay. Haben wir auch schon entdeckt? Haben wir auch schon entdeckt? Cool, dann können wir gerade nochmal reinschauen. Achso, die haben wir alles noch nicht. Kann ich die auch hochladen? Ja, klar. Hochladen. 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 Hochladen, hochladen und hochladen. Was auch immer. Ja, cool, das gibt nämlich Geld. Und Geld heißt hier Units. Also Units. Kohlenstoff. Zu mir. Sehr schön. Schiff, 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 Schiff ist da hinten. Aha, neues Geschäft. Okay, wir müssen auf jeden Fall Kohle scheffeln. Die haben wir, glaube ich, schon entdeckt, oder? Ja, haben wir schon entdeckt. Alter. Alter, was haben wir da hinten? Okay, wir gehen nochmal lang. Ich glaube, Plutonium ist voll, ne? Ach, da können wir wieder ein Wort lernen. Sehr schön. Machen wir doch gleich mal hier. Nice. Schiff, 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 Schiff. Schiff ist da hinten. Bin ich wieder völlig in die falsche Richtung gerannt. Aber ist schon okay. Kohlenstoff zu mir, dankeschön. Hoch da. Komm schon. Sehr schön. Wir können hier noch ein bisschen was erkunden. Schiff. Ahoi, wo ist mein Schiff? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist doch bestimmt Kohlenstoff, oder? Jawohl. Ja damit. Alles meins. Ich habe immer noch uneingelöste Gegenstände. Was denn? Ich dachte, ich hätte schon alles eingelöst. Einlösen? Händler, Inventar voll. Ja, super. Zum Bewegen, Flug, Steuerung, aktuellen. Mitwirkende? Nee, das will ich nicht. Oh, mein Schiffchen. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Sehr schön. Nice.
gucken wir mal. Kann ich jetzt irgendwas noch machen? Brauche ich den? Brauche ich den da? Das ist eine gute Frage, ne? Inventory, ich habe kaum... Das ist so scheiße. Ganz ehrlich, was habe ich hier noch? Kann ich aufladen? Wie viel Plutonium habe ich denn noch? Da habe ich auch noch was, da habe ich auch noch was. Okay, dann können wir das machen. So, ah, guck mal an, wen haben wir denn da? Aber ich kann nichts aufnehmen, gell? Warte mal. Ah, mein Scheiße, mein Inventar ist sowieso voll, dann bringt mir sowieso nichts. Das ist natürlich Kackmist. Gut. Ja, ist ja gut. Sehr schön. Ich habe da drüben was gesehen. Moment, da. Wir fliegen da mal vorbei. Wo ist denn das? Was ist das denn halt runter? Runter. Okay, was ist das denn? Shit. Und mein Inventar ist voll, ne? Scheiße. Mein Inventar ist voll. Das ist doch kacke, ist doch das. Meine Güte. Okay, pass mal auf. Dann machen wir das einfach so. Was soll es? Bringt ja nichts. Kupfer. Und ich glaube, der da, den haben wir zwar hergestellt, aber ich glaube, der ist jetzt auch mal nicht so wichtig. Ich glaube, den kann ich auch herstellen, ne? Warte mal. Ja, den kann ich herstellen. Also das ist noch was. Ich muss wirklich, auch ein bisschen mit meinem Inventar haushalten. Eisen ist der hier, ist zum Beispiel voll. Und der auch. So, und dann können wir hier nämlich den hier endlich mal abbauen. Iha, komm her. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, für was es gut ist, aber es macht nichts. Sehr schön, komm schon. Wir wollten immer noch das Signal finden. Ich weiß zwar nicht, warum das da in der Luft schwebt, also... Ich meine, okay, geringere Schwerkraft und so, aber... Sehr schön. Gut, aber dann machen wir das Signal einfach in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Und ich sage bis dahin, danke fürs Zuschauen. Have a nice day. Bis dahin, euer Maiko, euer Kaffeeonkel. Ciao, ciao.